Es ist ein echtes Highlight. Es ist das Spiel, auf das alle gewartet haben. Willkommen, liebe Fußballfans. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Borussia Park begrüßen, dem Schauplatz unserer heutigen Partie. Ihr gewohntes Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann wird Sie auch heute wieder durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln. Gute Chance. Er trifft den Pfosten. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird Sie ärgern. Pfiff kommt sofort abseits. Schön dazwischen gegangen. Guter Steilpass hier, macht er gut. Ball kommt schön nach innen. Aber am Ende kommt doch nichts raus. Davy Selke. Da ist er da. Guter Zweikampf, er hat den Ball. Davy Selke. Ah, er macht zu. Schönes Pressing jetzt. Ljubicic. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Das kann die Führung werden. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Honorar. Gladbach über den Flügel jetzt. Das Dribbling nach innen. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Davy Selke. Zieht einfach mal ab. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und damit war es das erstmal da hinten. Wie er den noch hält, wie er da den Rückstand verhindert, das war ganz großes Kino. Das könnte vielleicht was werden. Hätte mehr draus werden können. Vielleicht sogar müssen, aber es gibt Abstoß. Benno Schmitz. Ja, viel Einsatz. Er lässt den Gegner stehen. Waldschmidt. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Macht da gut Druck. So, Freistoß Köln. Er bekommt die Unterstützung.
Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. An den Pfosten. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Der Ball ist zurück bei den Kölnern. Es gibt Freistoß für Gladbach. Gut gemacht. Alassane Plea. Den Ball holt er, gut verteidigt. Die Gäste geben hier in der letzten Viertelstunde mehr oder weniger deutlich den Ton an, wenn wir uns die Zahlen beim Ballbesitz ansehen. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden sie irgendwann ihre Chancen auch nutzen. Und dann sehen wir hier gleich den Führungstreffer. Auch jetzt haben sie hier wieder den Ball. Sieht vielversprechend aus. Er war noch dran, gibt Ecke. Die Ecke kommt. Er passt auf. Sie haben Platz auf außen. Chance zur Führung. Tor für die Gastgeber. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1:0. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Schiedsrichter pfeift ab und es geht in die Pause. Vor der Pause haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Buschi? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Der zweite Durchgang steht an. Und die Kölner jetzt mit dem Anstoß. Freistoßentscheidung gegen Gladbach. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Gutes Pressing jetzt. Der Ballverlust jetzt. Waldschmidt. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Es gibt hier Vorteil für Gladbach. Honorar. Und die Gladbacher kommen. Zu nachlässig, Abstoß. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer.
Hübers. Waldschmidt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Vielleicht die Konterchance. Steilpass kommt an. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Ljubicic. Davy Selke. Balleroberung. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gladbach über den Flügel jetzt. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Es wird eine Auswechslung geben. Gut verteidigt. Guter Vorstoß jetzt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Gladbach über den Flügel jetzt. Ball geht an den langen Pfosten. Der Versuch mit dem Lupfer. Ja, den hält er. Richtig gefährlich war das nicht. Davy Selke. Jetzt gibt er Freistoß, da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Hat jetzt Anspielstation. Davy Selke. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Immer noch mit dem Ball. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. So kennen wir ihn. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor, ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Wechsel bei Gladbach. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Letzter Mann. Wie reagiert der Schiri? Ist das rot? Nee, rote Karte, sonst wäre sie durch gewesen. Das war sie, die klassische Notbremse. Und logische Konsequenz ist natürlich dieser Platzverweis. Da ist aus meiner Sicht keine andere Entscheidung möglich. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Da hat er erst Vorteil entschieden, aber jetzt doch abgepfiffen.
Schlussphase läuft, die Gastgeber führen knapp. Es ist ein gutes Spiel von Ihnen, keine Frage. Der Spielstand zeigt das auch. Es wird auch eine Frage der Nerven sein, ob Sie hier wirklich gewinnen. Jetzt müssen Sie noch mal alles zeigen, alles abrufen. Die sind noch nicht durch. Vielleicht der Ausgleich. Ganz sicher. Ball am Pfosten. Und das gibt Freistoß für Gladbach. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ja, vorbei ist er. Zurückgespielt. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Paccarada. Damit ist dieses Derby nun beendet. Die Gastgeber haben sich den Sieg geholt. Knapper Sieg also in der Liga. Sie wissen natürlich, dass das auch anders hätte ausgehen können. Aber sie werden sich natürlich trotzdem freuen. Das war ein wichtiger Sieg. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren. Das ist einfach stark, diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus.